Ich bin zu dick. Ich bin viel zu alt. Ich habe doch keinen Mann, wem soll ich die Fotos überhaupt schenken? Mädels, echt jetzt? Das geht so gar nicht. Darüber müssen wir sprechen. Let's get naked. Viele finden Boudoir- und Aktfotos wunderschön und super sexy. Sie trauen sich aber selbst niemals zu, so etwas zu machen. Sie denken, sie sind nicht schön genug, sie sind nicht sexy genug oder sie können sich's nicht leisten. Wir haben die beliebtesten Ausreden gesammelt und möchten sie dir heute präsentieren und dabei gleich dazu sagen, warum wir sie nicht gelten lassen können. Ausrede Nummer 1. Zuerst muss ich noch abnehmen. Ja, diesen Vorwand kennen wir wirklich in allen Variationen. Noch 3 Kilo weniger, oder ich muss erst trainieren, oder wie wär's mit, ich fange morgen eine Diät an. Also, du magst gesund leben und du magst dich in deiner Haut wohlfühlen, mach das, das ist wirklich perfekt. Aber bitte jag nicht irgendwelchen Idealen hinterher. Du bist schön und begehrenswert so, wie du bist. Und vergiss nicht, das Gras auf der anderen Seite erscheint immer grüner. Und glaub uns, es wird viele geben, die auch in dir wahre Schönheit sehen. Nimm die beste Freundin oder deinen liebsten Schatz her. Die beste Freundin steht wahrscheinlich total auf dein einnehmendes Lächeln oder deinen hinreißenden Po. Und dein Liebster steht vielleicht total auf deinen Busen oder deine strahlend schönen Augen oder dein süßes Näschen. Also, size doesn't matter. Ausrede Nummer 2. Ich bin viel zu alt, das ist doch nur was für junge Frauen. Woher kommt das denn? Das Alter ist doch bloß eine Zahl. Viel wichtiger als wie alt du bist, ist es doch, wie du dich fühlst oder eigentlich wie du dich fühlen möchtest. Und bitte denk daran, wie du als Mensch und als auch Frau auch gereift bist. Denk daran, was du vielleicht mehr zu bieten hast als, sagen wir mal, dein 20-jähriges Ich. Und eins kann ich dir versprechen, eine Frau mit Charakter, die mitten im Leben steht, die auch weiß, was sie will, die hat sehr, sehr viel Sexappeal und sehr, sehr viel Sinnlichkeit und Ausstrahlung zu bieten. Ausrede Nummer 3. Ich bin nicht fotogen. Super, wir beide auch nicht. Aber glaub uns, wirklich, also... Ich bin nicht fotogen, hören wir irgendwie bei jedem Shooting und vor jedem Shooting. Und es ist fast schon so wie eine Ausrede oder wie eine Entschuldigung. Ja? Mhm. Dabei muss man sagen, fotogen zu sein, das ist irgendwie kein gottgegebenes Talent. Fotogen zu sein bedeutet, wie man sich vor der Kamera verhält, wie selbstbewusst du dich vor der Kamera bewegst. Und ich verspreche dir und bitte glaub uns, dafür sind wir einfach da. Wir sind für dich da. Das heißt, wir zeigen dir nicht nur deine schönsten Seiten, sondern wir zeigen dir auch, wie du richtig gut vor der Kamera wirkst. Ausrede Nummer 4. Ich bin nicht der sexy Typ. Du denkst also, dass du nicht der sexy Typ bist. Oder du denkst, dass du nicht so bist wie die Frauen, die wir sonst fotografieren. Tja, Fakt aber ist, dass jede Frau schöne und sinnliche Seiten an sich hat. Und bitte vergiss nicht, es geht nicht darum, dass du so sein sollst wie irgendjemand anderer. Sondern es geht um deine schönen Seiten, um deine Sinnlichkeit und um deine individuelle Schönheit. Wir werden dich ganz entspannt durch dein Boudoir-Shooting führen und wir werden dafür sorgen, dass du dich schön und begehrenswert fühlst. Wir werden dir neue Blickwinkel und Perspektiven zeigen, die du so von dir noch nicht kennst. Und glaube mir, du wirst dich in deine sinnliche Seite Hals über Kopf verlieben. Ausrede Nummer 5. Wem soll ich die Fotos denn schenken? Ich habe doch gar keinen Mann. Echt jetzt, Ladies? Ist das unser Ernst? Wir brauchen einen Mann, um uns schön und begehrenswert zu fühlen. No fucking way, oder? Unsere Boudoir-Shootings sind nur für dich. Also egal, ob du Single bist, frisch verlebt, verheiratet oder glücklich geschieden. Es gibt keinen Beziehungsstatus, der ein Boudoir-Shooting verlangt oder fordert. Es ist etwas nur für dich, für dein Wohlbefinden und so ein Boudoir-Shooting wird dein Selbstwertgefühl enorm stärken und du wirst erstaunt sein, du wirst wirklich erstaunt sein, wie wundervoll du dich nach so einem Shooting bei uns fühlen wirst, weil du es verdient hast.
Was lässt dich noch zweifeln? Schreib uns eine Nachricht, hinterlasse einen Kommentar. Gib uns gerne einen Daumen hoch oder ein Herz und folge dem Kanal. Und am meisten würden wir uns natürlich freuen, dich hier bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Baba. Bis bald. Busen oder deine strahlenden Augen oder dein süßes Näschen. Also, size doesn't matter. Das war der Part, den wir eigentlich zusammensprechen. Super perfekt sind wir nämlich auch nicht. Das war voll schlecht. Ja. Ist das schlecht? Wir sind so schlecht. Habt ihr das gesehen, wie schlecht wir sind? Oh mein Gott. Perfekt sind wir nämlich auch nicht. Der Lama war doch gut. Au! Perfekt sind wir nämlich auch nicht. Es ist einfach schlecht, du solltest lachen. Perfekt sind wir nämlich auch nicht. Und fotogen zu sein, ist kein gottgegebenes Talent. Echt jetzt, Ladies? Brauchen wir wirklich einen Mann, um uns schön und begehrenswert zu fühlen? No fucking way, oder? Unsere Boudoir-Shootings sind nur für dich. Du hast heute voll die Legs. Ich guck dich an und du ich schau her, ich mach so und du so, ich bin dran. Das ist heute Uhr auf. Ich guck dich an und du so. Und dann sagst du was. Das ist so geil. Oh, ist das geil? Ist das geil? So, Sister. You, Sister. You, Sister. And you, Sister. Wir haben hier 3 Sisters.